Gegen Fritzi. Was spielt hier? 5 plus 0? Ah, okay, das ist gut, das ist gut. Fritzi hat 2-7? Das ist Schon? viel. Ja, ich habe auch zufällig 2-7-11 gerade. Deswegen will ich gar nicht spielen. Weil das viel zu viel für mich ist. Aber Fritzi ist ein sehr, sehr starker Spieler, wenn es ohne Zeitgutschrift ist. Da ist extrem schnell. Eigentlich müsstest du so, du bist da 600 Elo-Punkte mehr eigentlich. Das ist eigentlich. Eigentlich ist es so mit Kanonen auf Spatzen, eigentlich. Aber okay, Aber dieser von Spatz ist deinem. halt unglaublich schnell. Der fliegt halt unfassbar schnell. Markus spielt mal World Cup mit. Er hat ja gerade noch gesagt, er hat sich qualifiziert. Der World Cup findet im Ah, Juni ja, statt. also eben ein Freiplatzkrieg von Österreich, weil jedes Land hat dann Platz. Ja, Fritzi ist halt real unterbewertet. Ja, definitiv. Er spielt wahrscheinlich zu wenig. Mal gucken, nach der Pandemie, nach der Schule, er macht ja jetzt ein Abi, ob er irgendwann. Aber Hyperbullet Chess 960. Ja, das ist verrückt, ich weiß. Aber er ist halt unglaublich schnell. Er ist halt wirklich so monströs schnell. Also ich muss aufpassen, vor allem mit der Zeit, ja. Ja, wenn es hinterher so auf 1-0, 1-0 ist, dann ist halt. Bin ich klarer Außenseiter. Weiß ich nicht. Na sicher. Also, ich weiß nicht, wie viele Züge macht man beim Hyperbullet? Hyperbullet kenne ich mir gar nicht aus. Was ist Hyper nochmal, Leute? 30 Sekunden oder 15? Also Fritzi schafft locker zwei Züge in der Sekunde. Immer. Egal was. Egal was, ist gut. 30 Sekunden, okay. Und wie heißt das mit Damentausch? Aha. Klingt verlockend, aber was auch nicht. Ja, sonst kommt vielleicht dies, das, ne? Aber da siehst du alles. Ich muss dir nichts erzählen. Naja, gleich wird noch nicht kommen, oder? Die Dame kann ja derweil noch nicht weg. Na schau. Na schau, sagt er. Na gut, noch ein Damentausch. Aber okay. Ja, keine leichte Stellung, Freunde. Ausgeglichen, würde ich sagen. So, in meiner bescheidenen, aus meiner bescheidenen Sicht. Schwarz hat drei Bauern auf der fünften Reihe, dadurch sehr viel Raum. Aber Weiß steht natürlich mega solide, ne? Keine Schwächen so richtig. Bin gespannt, wie Ja. es hier weitergeht. Fritzi ist Jahrgang 2003. Moment, nein, 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 nein. Fritzi ist nicht 2003, oder? So. Komm. Drei ist er erst. Ach so, dann ist er jetzt 18 geworden wahrscheinlich, ne? Dieses Jahr. Oder wird noch 18, okay. Ja, muss ein bisschen Oha, Action reinkommen. oha, Springer D4, Bombe. Er Ja, keine möchte. Ahnung, wie gut sie ist, aber wahrscheinlich ist es nicht besonders gut, aber es schaut zumindest ein bisschen Ja, was lustig machst du? aus. Und jetzt? Ja, vielleicht war es einfach überhaupt nicht gut, oder? Wenn der gleich funktioniert, ist es natürlich noch einmal unangenehmer. Was kann ich machen? Ich kann den nehmen und den nehmen. Das. Oh, da hat sich Markus verrechnet, Freunde. Markus hat sich verrechnet gegen Fritzi. Wir haben Fritzi ja aufgebauscht zum Superspieler und plötzlich Ja. verrechnet er sich. Das stimmt. Das schaut schlecht aus, aber Hat eine Figur weniger. vielleicht sogar noch mehr. Noch mehr? Wieso noch mehr? Der Springer C6 ist möglich, aber. Ah, EF2, König F2, Turm. Oh je, oh Ich habe je. gedacht, ich fange mit Turm D2 an. Ja, okay. Dann geht's ja noch. Dann geht's. Und es war so ein bisschen Absicht, weil ich gedacht habe, ich kriege zumindest den B2 bauen. Aber ein Turm weniger, aber zumindest zwei frei bauen. Fritzi ist ein Junge, ja. MBK ist ein Junge. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, mal auch ein Mädchen dazu haben, die 2-7 hat im Blitzen auf Lee Chess. Das wäre mal was Cooles. Holt sich Fritzi den GM-Scalp im Blitz? Sehr, das ist jetzt der Titel bei diesem Video auf jeden Fall. Definitiv. Holt sich Fritzi den GM-Scalp im Blitz? Aber er überlegt, ist zumindest Er gut zu hat deuten. auch mega viel Zeit, ne? Ja, okay, und nachdem er eh so schnell ist. Wirklich. Wieso nicht? Naja. Immerhin zwei Bauern für die Figur, für den Springer. Wahnsinn. Ja, ich glaube, mit dem muss ich mir jetzt zufrieden geben, dass er immerhin zwei Bauern hat und
Den Rest, Rest sein lassen, ne? So. Aber irgendwie habe ich noch immer keine guten Felder für meine Figuren. Fritzi überlegt nicht, der macht sich Pommes, ja. Hallo Roland, grüß dich. Der macht sich Pommes. Der labert immer irgendwas mit Pommes im Stream. Mit was ist da die immer? Chat? Schon vergessen. So, schauen wir mal, was danach geht. Grüße aus Ö nach Carinthia. Das klingt nach Oberösterreich. Ja, aber was ist denn Carinthia? Ah, ist Englisch, Kärnten. Ja, ich muss da locker bleiben noch. Locker bleiben, sagt er. Ja, das schaut da schlecht aus, ja. Da muss man den sauren Apfel beißen und. Ah, du willst jetzt hier eine Festung aufbauen, aber wie Carlsen schon häufig gesagt hat, Festung glaubt er nicht dran. Ja, Ja. Agent meiner Männer, klar, kannst du herausfordern. Bedenkzeit 5 plus 0 oder 3 plus 2 oder auch 5 plus 2. Wenn jemand 5 plus 2 herausfordert, dann wird er für Hand and Brain vorgemerkt. Wir spielen noch Hand and Brain. Und bitte immer nur Markus herausfordern heute. Immerhin ein Schach gehen. Das ist ja schon mal was. Nee, wenn ihr 5 plus 3 herausfordert, dann wird das nur fürs Hand and Brain vorgemerkt. Ja? Blitzpartie gegen Markus nur 5 plus 0 und 3 plus oder 3 plus 2, also eher schneller. Hatte Ah, Markus. ich bin aber brutal langsamer. Hört man, dass ich schlecht spiele? Ja, das ist, ja. Hatte Markus Gib nicht sogar Gas, mal gell? Judith Polger geschlagen? Ja, weiß ich nicht. Judith Das Polger. stimmt, ja. Ja, okay. Bei der Europameisterschaft. So, Chat. Ist das Turm gewonnen? F7, komm. Na, Hat er nicht gesehen. Stimmt. Turm F7 und dann Läufer D5. aber Turm B2 war Gegentrick. Jetzt noch einmal. Ah! Aber noch einmal Gegentrick. Ah, wie geil! Wie geil! Total geil! Total geil! Der war gefesselt, Chat. Habt ihr das gesehen? Der war gefesselt. Jetzt verliert das Fritzi. Jetzt verliert das Fritzi. Bin mir aber nicht sicher, ob das verloren ist. Nein, ist ja nicht klar. Vielleicht habe ich es ja blöd gespielt schon. Aber schauen Ja. Das ist die Frage, Leute. Hier ist das gewonnen? Ich weiß es nicht. mal. Ich glaube, hat das. Gibt es noch irgendeine Idee? Ich sehe keine. Vielleicht, ja, G4 bringt wohl nichts. Machen wir trotzdem mal. Ja, sicher. Remi. Ja, fair, ne? Ich würde sagen, Leute, das war fair. Also, aber lustig, lustig. Ja, das sind die Blitztricks, damit das DDR. Weil es war klar, dass Turm F7 da in der Luft liegt. Okay, machen wir kurz die zweite Partie, ganz fix. Das war Spanisch. Das war Spanisch, aber ich relativ früh diese Springer A5 gespielt. Okay, Aber das habe ich auch noch nie gesehen an der Stelle. normal ist Rochade schade zuerst, Ja, ja, aber ja, es ja. gibt da ein paar Ideen. Und Aber okay, ist gehen. das Zukunftsstellung nach D4? Na, also da habe Nee, ich ein der paar hängt Mal. hier. Ja, jetzt die Idee von dem frühen. Ja, wenn ihr damit C7 macht, dann hat es nicht so viel gebracht. Also ich hätte ID geschlagen. CD und Läufer G4. Kann das sein, dass die Variante einen bestimmten Namen hat? Na, glaub nicht, also das Okay. ist wirklich selten. Also. Das ist so eine typische Blitzvariante, ein bisschen den Gegner rausbringen, aber. Weil die Okay. zweite Idee, das ist eine Idee, und die zweite Idee ist, wenn statt D4 H3 kommt, weil H3 ist ja so ein typischer Spanischzug, dann mache ich G5. Hier. Ja. Holla die Waldfee, Leute. Hier. Genau. Angriffsmarke. H3. Ja, König noch in der Mitte. G-Linie nutzen. Nice. Hier werden die Dinger ausgegraben, ey. Ja, das Problem ist, ihr werdet aber nicht so schnell reinkommen in diese Variante, auch wenn ihr das jetzt spielen wollt. Das ist nämlich relativ weit Hauptvariante. Bis hierhin. Bis hierhin. Bis achter Zug, ne?
Aber Genau, exakt. schöne Idee. Ihr könnt euch natürlich das Motiv merken. H3, G5, solange man nicht rochiert hat mit Schwarz in solchen italienisch-spanisch-Strukturen und der Gegner sich zu H3 spielt, dann ist G5 eine Option. Ja, und jetzt ist es eben konkret da, dass ich ihn nicht einmal gedeckt haben muss, ja, weil sonst braucht man oft H6, dass man, weil Läufer H3 kriegt man gleich zurück, ja. Ist Riesenangriff, Leute. Riesenangriff. Ihr seht auch, das wurde ein paar Mal gespielt auf Lichess, eine Riesenquote für Schwarz. Auch von Markus Raga steht hier gegen Villalba. Mal schauen. Na schau. Na schau, sagt er. Stimmt. Ja, gucken wir uns mal an, wie die weitergehen. Wo ist sie denn? Hä? Hä? Egal. Scheiß drauf. Ja, hier ging es mit D3 weiter. Fritzi spielt natürlich keine Hauptvarianten. Jetzt Spielt. ist es ziemlich ruhig. Ja. Jetzt bereite ich irgendwie D5 vor. Okay, der E5 ist angegriffen, deswegen hast du Läufer F6 gemacht. Ja. Ja, hier ist nicht viel los, ne? Ja, okay, weiß, Schwarz soll vielleicht ein bisschen besser stehen mit mehr Raum am Damenflügel. Aber ich muss sagen, irgendwie, weil mit dem, die erste Partie war schon so positionell, irgendwie habe ich mich verpflichtet gefühlt, da ein bisschen mehr zu machen. Aber, also objektiv, das Beste wäre wahrscheinlich statt Turm D8, vielleicht soll ich sofort auf E4 nehmen und dann Turm A8 machen und um die A-Linie kämpfen. Also noch bevor der C5 fängt. Okay, hier. Und auf Läufer E3 muss er halt in den sauren Apfel beißen mit C4, ne? Ja, aber C4 ist eh nicht so sauer, weil. Wenn der Läufer auf C2 ist, eingesperrt. Ja. Und meine Idee ist B4. Und wie reagierst du auf B4? Also irgendwann, ja, muss Ja, du hast aufpassen, recht. was Ja, läuft. sehr gut, sehr gut. Ja, hättest du nehmen sollen. Aber. Genau. Ja, aber ich will jetzt irgendwie, ja, eben noch immer Turm EC8 ist vollkommen okay mit der Idee B4, glaube ich. Ja, einfach decken den Anderer Spieler. Turm vielleicht sogar. Einfach decken und dann B4, ne? Genau. Ist nicht viel los. Ja, okay, du hast dich verrechnet, das alles. Kann passieren im Blitzen. Er nimmt Nein, raus. ich meine, ich habe schon verstanden, dass das nicht gut ist, weil ehrlich, weiß ich nicht, wenn der Läufer nach C1 geht, ob das jetzt, ich meine, ich will nichts passiert und es ist mehr. Stimmt, Aber das es ist sind. so ein bisschen lustiger, ja? Vielleicht B4 und die Stimmt. Bauern kommen. Da drohte Also ja es war gar schon klar, nichts. dass es nicht ganz, also Ja, stimmt. dass das objektiv schlecht sein muss, aber dass E5 gleich geht, ist natürlich besonders bitter, ja? Weil dann. Das ist komplett lost jetzt hier. Er gewinnt einfach eine Figur mit Weiß und mal gucken, wie viel Fritzi verhauen hat. Plus 3,7, Fritzi, stark. Hast du noch verhauen? Sehr stark. Okay, wenn den Teil jetzt Feinheit auf B8 getauscht, dass mein Turm nicht auf der offenen Linie steht und so. Ja gut, aber das muss man jetzt nicht groß analysieren. Wir schauen uns noch das lustige Ich Ende meine, an. wichtig ist vielleicht, dass die einzige Rettungschance so von mir ist noch, dass Weiß den falschen Läufer hat. Wenn alles getauscht wird mit dem H-Bauern. Also das ist sowas, wegen dem ich vielleicht noch so ein bisschen praktische Rettungschancen habe. Ja. Interessant, wie weit er vorausschaut. Also wenn die Figuren, die rot markiert sind, verschwinden, dann ist das Remis, Leute. Weil das der falsche Läufer ist. Das ist ein schwarzes Eckfeld und der König geht hier in die Ecke und kann nicht vertrieben werden. No? Könnt ihr euch merken. Nice. Genau. Hier ging es weiter mit. Ja, witzigerweise hier das. Genau, ja, dann hier hast du gesagt, so, jetzt Turm F7, bitte. Und im ersten Moment dachte ich so, ne, Moment, hier war. Ja. Im ersten Moment dachte ich so, ach ja, das gewinnt ja ganz einfach, aber Schwarz hat ja den Zwischenzug, Turm B2 Schach. Genau. Weil Turm F3 geht nicht, weil der F7 Turm ja zurückdeckt. Ja. Und das geht natürlich nicht, Chat, wegen dem hier. Genau. Und der Witz ist, er spielt es ein später mit Schach hier. Wie geil. Aber der Läufer ist gefesselt. Das ist geil. Aber ich muss ja sagen, ich habe König F6 genau deshalb gespielt, damit Turm F7 Schach ist, sozusagen.